aus meiner Sicht eigentlich ein Erlebnis, das du so nicht spürst, sondern nur positive Emotionen davon trägst, sozusagen, und das natürlich funktioniert und das sich idealerweise in deinen Alltag integriert und vielleicht nicht spürbar ist im Sinne von, jetzt muss ich etwas anschalten, einen Schalter umlegen, sondern es integriert sich in deinen täglichen Ablauf, ist intuitiv und positiv für dich. Also ein durchgängiges Kundenerlebnis zu organisieren funktioniert nur, wenn ich alle Beitragsleister zum Kundenerlebnis wirklich kenne, also für mich klar gemacht habe, was gehört dazu, dass ich weiß, worauf kommt es dem Kunden an, das heißt, was ist ihm wirklich wert. Ja, aus einer Kundenerwartungssicht, jetzt nehme ich mal Beispiel Automobil, du willst halt von A nach B kommen, aber du willst auch, sag ich mal, luxuriös unterwegs sein, du willst ein Komfortgefühl haben, du willst sicher sein, du willst vielleicht sportlich unterwegs sein und du willst so unterwegs sein, dass es eigentlich für dich das Normalste der Welt ist und dass du einfach dich gut fühlst. Kundenerlebnis kommt man vom Produkt aus, wenn man sich erstmal Gedanken darüber macht, was das Kundenerlebnis ist, wie schon vorher gesagt, aber dann die Frage sich stellt, was ist denn mein Beitrag mit meinem Produkt in diesem Erlebnis und wen in meinem Ökosystem brauche ich noch, um das Erlebnis darzustellen? Brauche ich Apps, brauche ich irgendwelche Umsysteme, worauf kommt es an, um das durchgängig für den Kunden zu gestalten? Und dann kommt es darauf an, in der Entwicklung die Anforderungen gut zu kennen an dieses Gesamtsystem oder System of Systems. Und dementsprechend quasi dieses System zu gestalten, natürlich abzusichern, abzunehmen am Ende und vor allen Dingen auch mit dem Kunden früh zu validieren. Das System of Systems ist quasi das Zusammenspannen oder das Vernetzen von unterschiedlichen Einzelsystemen, die gemeinsam einem Zweck dienen. Also das eher die erste Fähigkeit, die definitiv wichtig ist, ist quasi vom Kunden her zu denken. Das heißt, heute größere Organisationen sind so weg vom Kunden, dass es echt schwer wird, diese Anforderungen oder das Bewusstsein dafür in der Organisation zu schaffen. Das ist eine zentrale Fähigkeit. Dann gibt es eine eher handwerkliche im Sinne von, ich muss mein Umfeld kennen, ich muss in meinem Portfolio-Management auch meine Mitbewerber oder Beitragsleister auch im Blick haben und deren Leistungen. Und dann geht es eigentlich eher in die Technik im Sinne von, ich muss eine Architektur gestalten, die offen ist, die aber trotzdem Schnittstellen hat, in denen sich andere anbinden können und die natürlich trotzdem aus der Unternehmenssicht trotzdem profitabel ist über die lange Zeit, in der diese auch leben soll oder Wert abwerfen soll. Was eher organisatorisch ist, ist das Thema adaptive Organisation, ist halt ein wichtiges Element im Sinne von, bin in der Lage, auch die Dinge umzusetzen, so wie ich sie mir vorstelle. Und dazu gehört natürlich ein verändertes Führungsbewusstsein oder Führungskultur, auch Entscheidungen abzugeben, weil in der Regel sind diese Systems of Systems so komplex, dass ich nicht von oben alles entscheiden kann, sondern ich muss Vertrauen und Entscheidungsmacht in die Teams geben, die das dann gemäß natürlich der Vorgaben dann auch tun. Super, dann sind wir jetzt am Schluss bei Vertrauen gelandet.